Hallo alle zusammen, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Together Guild Wars 2. Wir sind heute alle versammelt, und zwar alle ohne Ausnahme. Was für ein Tag. Und wir haben uns vorgenommen, jetzt die noch fehlenden Sachen von Königenthal abzuarbeiten, zumindest damit mal anzufangen. Und zwar hier den Fertigkeitspunkt auf dem Schnorrerplateau und dann vielleicht hier runter Wegmarke Schnorrer und dann das Ding auf der Insel. Und Sati rennt schon los. Wir rennen einfach hinter Sati hinterher. Genau, wir sind so ungeduldig, wir wollen einfach jetzt los, genau. Dann direkt. Aber wir laufen besser Talaria. Hui! Ab die Post. Schon genau, was ihr machen müsst, nehme ich an. Ja, erstmal hinlaufen. Ich bin gerade angegriffen worden. So, klettern ein bisschen. Kommt her. Oh, ich bin durchgefallen durchs Loch. Durchgefallen! Nicht doch, nicht doch. Doch. Ja, auf diesem Balken. Noch nicht machen, bis wir da sind, bitte. Derjenige, der das Spiel am schnellsten beherrscht, muss ganz hinten laufen. Ach Mann. So, jetzt sind wir alle da. Ja. Jawohl. Hey und auf weh! Der Windmühlenkönig will gegen einen Drachen kämpfen. Vier Flügel! Ihr habt euren Meister getroffen. Das ist also der Windmühlenkönig. Mach die vier recht. Brauche ich keine Heilung? Was ist das denn? Hurra! Gold! Oh. Das haben wir aber sehr schnell hingekriegt, möchte ich mal behaupten. Ja gut, die schafft man ja auch allein recht gut. So, ja, dann jetzt Anfang, Richtung Westen, Südwesten. Gegen die Wand läuft. Habt ihr alles geschafft? Jawohl. Dann können wir ja los. Oh, richtig ein Terran mit Bronze. Da ist noch einer. Machen wir auch so im Vorbeigehen. Das mit dem Timen von meinen Eisbomben und so, das muss ich noch ein bisschen üben. Hier unten gibt es jetzt erstmal die Wegmarke. Springt ruhig runter, das tut nur ein bisschen weh. Jawohl. Dann hier über die Brücke kommen wir dann auf die kleine Insel. Da gibt's warum laufe ich denn neben der Brücke her? Ja, das müsstest du uns mal verraten, warum du neben der Brücke herläufst. Wollen alle mal ihre Rüstung reparieren oder ist das bei allen okay? Meine ist bei noch mir ist okay. Okay. Hier findet ihr alles, was ihr braucht. So, hier liegen solche Fässchen mit Schriftrollen rum. Wenn man die einfach mal ein bisschen sortiert, alphabetisch ordnet und so weiter, dann
reicht das schon. Was begradigen muss man die? Ja. Muss man die, dann muss man die irgendwo hinbringen oder? Ne. Einfach klicken, anklicken und das war's. Begradigen. So, hatte ich den jetzt alle? Hier findet ihr alles, was ihr braucht. Wie braucht man? Aus. Ich glaube, die hier rumstehen, die reichen so nicht. Was haben wir denn noch zu erledigen? Beseitigt Bedrohung an entlang des Handelsweges. Ah ja, das war das, was man vorher schon mal zwischendurch gemacht hat. Wer die Schriftrollen alle hat, kommt mal hier vorne mit auf die Brücke Richtung Westen. Man sieht ja eigentlich nirgendwo dran, dass man die Schriftrollen alle hat, ne? Ella ja, hier kann auch zum schon Beispiel alleine vorrennen und das machen. Der Rest kommt zu mir. Tamini-Pfähle. Genau, die gehören zu der Quest dazu. Wenn ihr Tamini-Pfähle findet, dann müsst ihr die beseitigen. Ich habe so 5 Stück, habe ich. Ja, Brausewind, du müsstest jetzt auch mal einfach. Dann bin ich da. Ich bin schon fertig. Wie kannst du fertig sein? Hier sind diese Tamini-Pfähle. Das haben wir gemacht. Talaria macht doch immer Singleplayer. Nö, das haben wir gemacht ein paar Folgen davor, wenn ihr euch die mal anguckt. Hier ist die Todesmarkierung. Irgendwie. Na los, schlag mich, denn ich schlage zurück. Oh, nein, das ist schon wieder falsche Einstellung. Hier. Da sind Wölfe. Hier sind die nächsten Pfähle. Und hier sind wieder Pfähle. Ihr wisst, was für Dinger ich meine, wovon ich rede, und ihr macht das immer schön mit. Ja, ja. Hier sind die nächsten. Und nochmal Tamini-Pfähle, meine Herren. Reicht ganz schön weit. Hier ist noch eine. Sorti, ich rette dich. Todesmarkierungen sind ja zerstören. Da hast du aber Glück gehabt, dass ich gerade zufällig vorbeigekommen bin. Zu gucken, wie die down gehen? So, an dieser Stelle hier habe ich es auch geschafft. Ja. Hierhin musste ich aber echt laufen. Also bis zu diesem nächsten. Wir sehen dich ja leider nicht auf der Karte. Da vorne bist du. Nächste Wegmarkierung, genau an der nächsten Wegmarkierung. Wenn man da entlang geht, dann hatte ich es geschafft. Ich nehme an, ihr seid dann auch ungefähr so weit. Ja, ich hab's ja auch schon. Zur Wegmarkierung wollt ihr ja sicher sowieso gehen, ne? Hier um die Ecke ist diese Wegmarkierung. Die müssten wir inzwischen auch alle haben. Ja, ich habe aber meine Dings und Toll, ich muss noch ein bisschen. Seid ihr jetzt alle hier gewesen? Brause mich ja, noch nicht ganz fertig. Fertig, aber. Also. Aber hier oben sind auch noch Pfähle und sowas, wenn du zu mir kommst. Direkt bis zur Wegmarke. Das ist praktisch. War ich auch schon gerade gewesen. Da, wo du auf der Karte Nali siehst. Ja, überall immer noch. So, hast du es jetzt auch erledigt, Brausewind? Nein, ich sag dann schon Bescheid, wenn ich es alle erledigt habe. Bis jetzt renne ich hier noch wie so ein Nackter durch die Gegend. Zerstört, zerlege. Es waren noch 2 Stück oder so. Hat der Herzquest-Typ denn eine schöne Belohnung? Da gehe ich mal eben gucken. Handschuhe. Ne, bei meinem Stiefel.
ist er denn? Ja, das ist... Ja. Aber was für welche ist die Frage? Ah, hab ich. Ja, die sind besser. Da gehe ich jetzt auch mal hin. Oh, hier ist jemand gestorben. Es war nur ein Dorfbewohner. Wie geht's? Habt ihr eure Rüstung auch alle aufgewertet und alles, was an möglichen... Ich weiß es jetzt gerade gar nicht auswendig, aber ich versuche immer an solche Sachen zu denken. Möge Lissa euch helfen. Lasst sehen, ob ihr Geld dabei habt. Also jetzt habe ich das hier noch nicht gemacht. Ich habe dafür gefunden, oder? Musste ich mal zur Bank. Ich habe noch nie irgendwas aufgewertet. Was braucht man ja ordentlich was an. Eigendingsbums. Nö, für mich gibt es ja eigentlich nichts Lohnendes. Lebt wohl. Hab ich den ah, die Stoffschuhe lohnen sich auf jeden Fall bei mir. Beispiel, wenn einer noch keiner nicht genügend Accessoires. Seht das denn, was man bekommen hat? Du musst mehrfach da immer wieder draufklicken. Es geht diesmal nicht um Geld, sondern es geht diesmal um diese lila kleinen Dreiecke. Karma. Bei Lexi Teuerkauf, der Karma-Händlerin. Karma-Zeug hebe ich mir auf für später, da verkaufe ich mir nicht so ein grünes oder blaues Gedöns da. Mit Rang 60 oder so braucht man viele Karma-Punkte für eine gute Waffe. Hm. Naja, gut. Wer fertig ist, kann schon mal hier vorne bei Sati und Talarian sich hinstellen. Ich überlege mal eben, wo wir als nächstes hinziehen. Wir können im Prinzip jetzt Richtung Osten die Gegend machen oder Richtung Süden die Gegend machen. Weiß ich nicht, was welche Himmelsrichtung liegt euch näher. Ich würde sagen... Sonst sag ich jetzt einfach was. Ja, sag doch einfach. Süden. Süden, gut. Tja, da stehen wir und warten. Sollen wir uns dann irgendwo hin portieren oder rennen wir... Nö, ich glaube, wir müssen von hier aus sowieso laufen, denn alle anderen Gebiete sind noch nicht entdeckt. Zumindest bei mir nicht. Ich weiß nicht, ob das bei euch anders ist. Habt ihr an dem Speer, an dem wir gerade vorbeigelaufen sind, auch alle geguckt? Hat sich da noch irgendwas getan in Richtung Süden? Ja, ich lasse die meistens immer links liegen, es sei denn, ich suche jetzt irgendwo noch eine Aufgabe, die ich sonst nicht finde. Ansonsten. Seid ihr nach Südwesten raus oder nach Nordosten? Wir sind noch gar nicht raus, wir stehen... Wir stehen alle im Eingang. Ah jo, okay. Ich dachte, weil ich so spät war. So, jetzt sind wir aber alle soweit, oder nicht? Jo. Passt. Gut, dann gehen wir jetzt hier in diese Richtung raus, gehen da schwimmen rüber aufs andere Ufer. Denkt daran, dass es gefährlich im Wasser hier, ne? Schwimmen ist immer sehr schön. Irgendeiner ist auch schon wieder abgehängt. Ich komme schon hinterher, keine Frage. Sati musste eben noch den Moa hier. Lass doch die armen Piepmetze, die tun uns doch nichts. Die immer unterschiedliche Tötungen vollmachen, den viel XP. Wer sind wir denn Massenmörder? Mein Gott, das hört ja gar nicht mehr auf. Geh fort mit dir, du Biest. So, jetzt aber komm.